Am Wort ist nun Stefanie Crisper von den NEOS. Im Bereich des Vollzugs des Fremdenrechts weiterhin reduziert bleiben können. Wir NEOS unterstützen gern diesen Antrag der Regierungsparteien, weil wir ihn nach Studium für richtig erachten. Und auch die SPÖ unterstützt aus diesem Grund. Das ist unser grundsätzlicher Zugang zu Anträgen von Parteikolleginnen und Parteikollegen. Und wäre es nicht gut für dieses Land, wenn wir alle uns die Anträge der anderen Parteien ansehen würden, sie studieren würden, im Ausschuss diskutieren würden und offen sein würden, dafür sie zu unterstützen, wenn wir sie für gut erachten, wenn wir die Idee dieser Anträge für gut für unser Land erachten. Eine Idee wertschätzt, auch wenn sie von einer anderen Partei kommt. Das erleben wir mit den Anträgen der Opposition von Seiten der Regierungsparteien nicht. Und so auch nicht im letzten Innenausschuss gestern. Ein Antrag wurde abgelehnt von den Oppositionsparteien, alle anderen 9 Anträge wurden vertagt, bleiben also versteckt im Ausschuss. Das ist eine elende Praxis in unserem Parlament, schlechteste alte Tradition, die auch nicht gebrochen wurde in der türkis-grünen Regierung. Die Grünen haben hier nichts verändert. Gestern im Ausschuss kam aber noch was dazu, denn wir hatten eine Begegnung der besonderen Art, würde ich sagen, sogar für österreichische Verhältnisse, nämlich mit Ihnen, Herr Minister Kahner. Wir sind ja von Ministern und Ministern gewöhnt, dass sie entweder nicht viel Sachwissen haben oder kein Interesse für die Themen im Ressort oder für einen Diskurs nicht zugänglich sind. Aber dass alles drei zutrifft, haben Sie gestern, Herr Innenminister Kahner, geschafft. Sie haben auf keine Frage der Abgeordneten, auch der Kollegen, geantwortet. Sie hatten nur hohle, vorgefertigte Phrasen bei der Hand. Und es geht nicht darum, ob Sie verpflichtet sind, unsere Fragen zu beantworten, sondern eher um die evidente Tatsache, dass wir mit Ihnen einen Innenminister haben, der sich zu den dringlichsten Themen nicht Gedanken gemacht hat und dementsprechend schließe ich daraus, dass sie ihm nicht wirklich ein Anliegen sein können, weil es war Ihnen auf jeden Fall keines, Ihre Gedanken, Meinungen mit uns zu teilen. Daher auch unser Nachfragen und selbst dann kam nichts, außer Phrasen. Illegale Migration, Schlepper, Asylmissbrauch bekämpfen, es gibt nur die eine Platte und ich habe die Befürchtung, die anderen Platten sind leer. Keine eigenen Gedanken, keine eigene Meinung. Oder haben Sie sich, Herr Minister, doch schon mal Gedanken gemacht über die Empfehlungen der Kindeswohlkommission? Oder darüber, warum unser Antrag schlecht ist, der meint, dass Flüchtlinge aus der Ukraine mit Asylberechtigten gleichzustellen wären. Oder wenn Sie den Antrag nicht gut finden, wie denn sonst das Elend vieler Flüchtlinge aus der Ukraine hier beendet werden kann, was hier Ihr Lösungsansatz ist. Da braucht es schnell Lösungen. Oder interessiert es Sie nicht, wie schleunigst Beweise von Kriegsverbrechen und anderen Straftaten nach dem Völkerrecht im Aggressionskrieg Putins gegen die Ukraine durch Ihr Ressort gesichert werden könnten und sollten? Und wenn doch, warum reden Sie dann nicht mit uns darüber? Oder bei den Themen der Anträge der FPÖ und der SPÖ, da war auch nicht wahrzunehmen, dass Sie verstehen, sich interessieren und eine Meinung haben. Und was ich von Ihnen gegenüber Ihren Mitarbeitern unfair finde, Sie verweisen dann sofort auf Ihre Sektionschefs, was Ihnen jegliche Arbeit abnimmt. Und manche werden dadurch nicht in die Rolle gedrängt, dass sie inhaltlich antworten müssen, sondern sehr wohl auch politische Aussagen tätigen müssen, was eigentlich ihre Aufgabe wäre. Wenn Sie jetzt meinen, das stört die Sektionschefs nicht, bei manchen merke ich das auch, aber dann frage ich mich, was ist mit diesen Sektionschefs los, die nicht mehr merken, dass sie gerade die Politisierung der Verwaltung verkörpern, von Ihnen in diese Rolle gedrängt. Und ich frage mich dann überhaupt, warum Sie anwesend sind. Daher mein Appell an Sie, Herr Innenminister, lassen Sie die abgeleierte illegale Migrationsplatte mal zur Seite, widmen Sie sich auch anderen Themen und vielleicht dem vorherigen Thema ein wenig sachlicher, bilden Sie sich eine eigene Meinung. Wir würden gerne im Ausschuss mit Ihnen diskutieren. Wir schaffen das vielleicht. Die Abgeordnete Stefanie Crisper von den NEOS, sie unterstützt den Antrag der Regierung, kritisiert aber den Innenminister auch heute scharf, nämlich, dass er auf keine Fragen der Abgeordneten im Ausschuss geantwortet habe.